Hallo meine Lieben, heute gibt es eine Anleitung von diesem einfachen Stirnband, das ich aus Sockenwollreste vierfach gestrickt habe. Ich habe ein paar Reste zusammengesucht und 5 Fäden gleichzeitig verwendet und mit einer Nadelstärke Nummer 7 gestrickt. Ich habe 48 Maschen angeschlagen und im Bündchenmuster gearbeitet, 2 Maschen rechts und 2 Maschen links. Wenn ihr mit sehr kleinen Resten arbeitet, achtet beim Stricken darauf, dass ihr stets 5 Fäden gleichzeitig habt. Denn es kann manchmal passieren, wenn ein Faden zu Ende ist, dass man es gar nicht bemerkt und dann aus Versehen mit 4 Fäden nur weiter strickt. Also immer wieder kontrollieren. Wenn ein Faden zu Ende geht, einfach einen anderen Faden hinzufügen, so dass man wieder 5 Fäden hat. Bei einer Höhe von 11 cm können wir das Ganze sehr locker abketten, so dass es schön dehnbar ist. Danach können wir den Faden vernähen, den Anfangsfaden wie auch innen alle Fäden sauber vernähen. Das Stirnband sieht ein wenig eng aus, aber durch dieses gestrickte Bündchenmuster lässt es sich sehr schön dehnen. Es ist für einen Kopfumfang von etwa 56 cm geeignet. Falls ihr einen größeren Kopf habt, könnt ihr ja 4 Maschen mehr nehmen. Und für ein Männerstirnband würde ich 8 Maschen mehr anschlagen. So, und damit ist das schöne Stirnband auch schon fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video, eure Jule.